Hallo und herzlich willkommen in Wölfchens Bastelstube. Mein Name ist Kersti und ich habe heute etwas spät, ich weiß, aber bei mir ging das in letzter Zeit ein bisschen drunter und drüber, krankheitsmäßig meines Mannes, dann war ich krank und ich war jetzt des Öfteren im Kinderhospiz gewesen und das ist ja da auch immer nicht so einfach, gerade mit den kleinen Kindern. Und dann habe ich da gefragt, was ich tun kann, und ja, Adventskalender sind ja natürlich immer schön, aber wenn so kleine Kinder so krank sind, dürfen die keine Schokolade oder irgendwie dergleichen essen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich diesen Adventskalender mit euch heute, so ähnlich, mit euch heute basteln möchte. Und ich habe schon etliche fertig für die kleinen süßen Mäuse da und die werde ich dann morgen hinbringen, dass sie ja so einen schönen Adventskalender noch bekommen können. Und von daher, da sind ja immer so ganz kleine Bildchen drin und das macht ihnen bestimmt große Freude. Der ist aber auch, wie gesagt, für ältere Leute ganz wunderbar. Denn manche dürfen ja auch keine Schokolade mehr essen oder aus gesundheitlichen Gründen nicht. Und wenn sie dann so ein Türchen aufmachen und da wirklich eine ganz süße Überraschung drin finden, mit so einem Bildchen, ist es natürlich wunderschön. Ne? So, jetzt habe ich genug geredet. Ich wollte euch jetzt mal zeigen. So sehen die kleinen, komm mal ein bisschen höher, so sehen die kleinen Bildchen aus. Und ja, da seht ihr, hier habe ich auch die Zahlen, die habe ich mir schon gestempelt, die muss ich mir gleich mit euch noch ausstanzen und habe auch schon etwas vorbereitet, vorgestempelt hier, dass das Video nicht so lang wird. Und das hier und die, ich zeige es euch am besten, und die Stanzform, hier, das ist ja so eine Adventskalender-Stanzform, die kann man jedes Jahr benutzen, mit anderen Motiven natürlich. Aber wie gesagt, also das Cover. Und ja, da habe ich schon, seht ihr, schon einiges vorbereitet. Ich stempel aber mit euch gleich noch den Rest ein und dann können wir den schön gestalten. So, das, wie gesagt, ist hier ein Stempelset. Das sind die Stanzen dazu. Und da zeige ich euch gleich mal, wie wir das fertig machen. Und hier diesen kleinen, süßen, frechen Hamster, Meerschweinchen ist das, kein Hamster, Meerschweinchen. Den zeige ich euch, wie der koloriert wird und das machen wir nachher gleich zusammen. So, deshalb habe ich schon einiges vorbereitet, sonst wird das Video unendlich lang. So, den kleinen Kerl stellen wir uns hier hinten hin. Jetzt stempeln wir hier erstmal unseren Adventskalender fertig. Hier habe ich so einen kleinen Acrylblock. Hier, der kleine Memento ist immer so richtig toll für so eine kleine Sachen. Da kann man den schön nehmen, als wie den großen. So, ich habe hier zwei so eine schönen Kugeln und die werde ich mir jetzt hier mit euch zusammen einstempeln. Ja, so richtig benetzen. So, und dann könnt ihr mit diesen kleinen Stempelmotiven hier genau hier in die Stanzschablone einstempeln. Das ist so toll. So, ich muss mir den gleich wieder hier mal sauber machen. Sonst habe ich mir gleich wieder alles hier verschmutzt. So. Und dann nehmen wir gleich das neue Motiv für die andere Seite. Das waren jetzt so Glocken und Weihnachtsbaumkugeln sind das. Zeit für die Deko, ja. Also dementsprechend kann man dann auch seinen Kalender darauf ausrichten, wann man was, wo eine Zahl drauf tut. So, hier habe ich guck mal, einen Baum mit Schlitten. Den werden wir uns hier mal mit einstempeln. Übrigens die Stanzform und auch die Stempel hierzu habe ich mir bei Charlie und Paulchen gekauft. Das ist ein ganz toller Scrapbooking-Laden, hätte ich jetzt bald gesagt.
Es ist eine Firma, es ist eine GmbH und ja, da könnt ihr vielleicht einmal vorbeischauen. Im Internet werdet ihr sehr sicherlich fündig werden. So habe ich es auch gemacht. Man ist ja immer als Bastler darauf aus, immer mal wieder was Neues, was anderes. Und wie gesagt, auch ich habe jetzt auch über den Tellerrand geschaut, dass ich nicht nur Stamping-Up-Produkte benutze, natürlich vorwiegend, aber wie gesagt, ich möchte auch anderen Stempelgeschäften die Chance geben, ihre Produkte zu verkaufen. Und ich finde die wirklich wunderschön. Ich habe mir einiges davon bestellt und werde mit euch in den nächsten Tagen und Wochen da verschiedene Sachen basteln. So, jetzt seht ihr, ich habe Weihnachtsshopping, das sind kleine Häuschen. Ja, man sieht es sehr schlecht hier in der Kamera. Und jetzt habe ich hier ein Weihnachtsmann, quasi nur der Kopf und darunter steht Ho, ho, ho. Und wie gesagt, das könnt ihr euch dann ganz wunderbar hier einfach so auf die Schablone draufstempeln. So, den noch schnell sauber gemacht hier und dann haben wir das hier auch schon fertig. Wie gesagt, ich habe es vorbereitet, weil es ja auch eine Zeit lang braucht, eher ja, das alles gestempelt ist. Ne? Hier schaut noch mal, wie süß die kleinen niedlichen Stempel sind. Und ihr habt ja gesehen, auf so einen ganz kleinen Block hier passen die wunderbar drauf. Außer das für den Nikolaus, das ist hier ganz oben, das ist dieses hier und der für den 24. für den Heiligabend. Aber ansonsten passen alle wunderbar da drauf. So, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich habe mir das ein bisschen mit, hier, wie heißt das? Ja, mit so einem Klebeband festgeklebt, dass mir das nicht verrutscht. Und, oh mein, Stempel hier muss ich abdecken. So, und jetzt habe ich hier, wie gesagt, die Zahlen mir schon gestempelt. Das können wir jetzt abnehmen. Wir haben das ja wunderbar hier gestempelt. Macht sich wirklich gut. So, und die Schablone einmal abnehmen, weil wir müssen ja jetzt hier noch nachher gleich das mit drauf tun. Aber wir brauchen dafür ja auch noch das Motiv. So. Wir stempeln uns bzw. stanzen uns erstmal schnell hier die kleinen Zahlen aus und da nehme ich mir hier so ein kleines Becherchen. Ich habe hier die 1/4 Kreisstanze. Die gibt es im Internet oder ihr guckt, was ihr zu Hause habt. Gibt ja auch so eine Stanzzangen und die gehen ja dafür auch. Also wie gesagt, das geht hier wirklich rubbidibub schnell aufgestempelt. Bisschen trocknen lassen den Stempel und dann hier mit so einer schönen kleinen Kreisstanze ausgestempelt. Die braucht man immer. Also ich habe die schon so oft benutzt für alle möglichen Sachen. Und deshalb, wie gesagt, ist es eine einmalige Anschaffung hier. Aber wer die nicht hat, der kann sich natürlich auch so ein Locher nehmen. Wisst ihr, was ich meine? So ein Bürolocher. Und kann da die kleinen Zahlen hier ausstanzen. Oder ihr macht es gar nicht rund. Ihr könnt das natürlich dann auch eckig machen, indem ihr euch dann hier immer das so abschneidet mit dem Papierschneider. Dann habt ihr die Zahlen nicht rund, sondern viereckig. Ist ja auch eine tolle Sache, es muss ja nicht immer rund sein. Ich hatte hier die Stanze und ich fand das ganz toll, die hier dann so zu verwenden. So, ich habe schon wieder Bandsalat, hätte ich bald gesagt, Wortsalat. Aber es geht noch. So, dann sind wir auch gleich am Ende angelangt mit unseren kleinen Zahlen. Ich wollte euch nur zeigen, wie schnell das eigentlich gehen kann mit so einer kleinen
süßen 1/4 Inch Kreisstanze. So, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe. Schaut mal im Internet nach. Die ist von der Firma EK, heißt die. Ja, steht hier auch drauf, der Firma EK. Und da sind, die haben diese hellgrauen Stanzen. So, meine Zahlen sind hier alle ausgestanzt. Hier habe ich meine Stanzform. Und jetzt legen wir los und kolorieren uns hier den kleinen, das kleine Meerschweinchen. So, ich nehme mir aber eine Unterlage dazu und dann können wir loslegen. Was brauchen wir sonst noch dazu? Ich habe hier mir einen weißen Farbkarton, einmal DIN A4 in der Länge und in der Mitte dann gefalzt. Und das ist, ich messe es kurz nochmal nach, schreibe euch wie immer alles in der Bastelanleitung, aber ja, 15,2, also 6 Inch ist das breit. Und den brauchen wir ja hier für die Auflage, ne, hier für den kleinen Mann hier. So, des Weiteren habe ich mir hier noch so eine, ja, wie nennt sich das, so ein Schneehügel. Und da müsst ihr mal schauen, was ihr da zu Hause habt. Ich habe mir hier so eine Stanze genommen, die habe ich mal irgendwo gekauft. Oder was ihr da zu Hause habt, schaut mal, der eine oder andere hat bestimmt solche Stanzen. Und dann stanzt ihr euch hier so ein Stückchen aus. Und das Längste, was wir hier haben, sind 6 cm, also die müsst ihr schon haben, diese Größe für den Schneehügel. So, und wir brauchen Designerpapier. Ich hatte euch das hier ja schon gezeigt. Das ist eins aus dem letzten Jahr mit den Sternen hier. Ich weiß nicht, wer das noch hat oder ihr nehmt, was ihr zu Hause habt. Das ist hier, schaut mal, das mit den Häuschen. Und das hat ein Maß. Genau wie der weiße Farbkarton, wo wir jetzt da alles drauf gestempelt haben, von 14,8. So, 14,8 mal 14,8. Wie gesagt, ich schreibe euch alles in die Bastelanleitung. So, wir wollen uns den kleinen Kerl hier erstmal schön kolorieren. Da habe ich hier einige Buntstifte zur Hand. Das ist Shutter Art oder Shutter Art. Und wo sind meine Copics, die benutze ich hier heute mit euch zum Kolorieren. So, dann legen wir los. Wir fangen an mit dem schönen Auge und da nehmen wir hier so einen Braunton. Ich fange hier mal an mit einem Buntstift und zeichne mir das mal hier so ein bisschen ein, weil dann kann man das Ganze auch schön kolorieren. So, hier unter, denn hier haben wir so ein bisschen Fell noch und ja, das wäre das erste hier schon mal. Dann zeichne ich mir das andere Auge hier so mit ein und gehe dann hier einfach so runter und bin ein bisschen breit geworden. Ich nutze jetzt mal mein Stiftradierer von der Firma Castell und versuche jetzt hier das ganz kleines bisschen rauszuziehen hier. Ich will es nicht ausradieren, meine Güte, sondern eben halt hier ein bisschen von der Schärfe wegnehmen. So, genau. Und können wir hier den wieder verpacken. Den habe ich mir im Internet besorgt. So, jetzt geht es noch einmal von vorne. Habe ich auch den richtigen Schwarz? Ja, habe ich. So. Und jetzt kriegt der kleine Kerl hier noch sein anderes Auge. Und so habe ich mir hier das Ganze jetzt erstmal eingezeichnet und hier unten natürlich das auch
einfach so das Fell angedeutet. Und hier das Bein quasi. Ja. Und hier haben wir den Arm, aber den brauchen wir etwas später. Und jetzt skizziere ich mir hier so noch das Fell, was der Junge hier so anhat. So, und dann können wir mit dem Kolorieren beginnen. Dann fangen wir mal an. Ich nehme jetzt hier BV29. Guck mal, ob ihr das so sehen könnt. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also ich sage, schreibt es euch, wie gesagt, auf. Und dann kolorieren wir hier einmal das Ohr. So, und dann nehme ich hier mein Grau dazu. Ich glaube, ich habe mir da den falschen Grauen genommen. Ja, ich brauchte noch den Fünfer. Den hatte ich vergessen. So, genau. So, also das ist hier Kohlgrau Nummer 5. So, dann geht es jetzt weiter. Wir fangen an mit den Brauntönen. Wo haben wir es hier? So, einfach hier oben mal so ein bisschen. Das Fell so markieren. Und ja, hier so zwei, drei Strichchen. Dann kriegen wir das so hin. Ist ja immer alles im Auge des Betrachters. So, jetzt hier mal die hellen Seiten, die Nase. So, und hier gehen wir auch gleich noch mal runter. So, und den Mund und Nase, dann nehme ich mir hier den, eben hatte ich den, ach, wo ist er? E21. Und hier der ist, ja, E13. So, und da machen wir uns jetzt hier einmal ganz hübsch die Nase. So, und den Mund. Der nimmt schon langsam Form an hier. So, und gehen hier nochmal mit dem hellen hier rüber. Ich kombiniere heute meine Stifte mit hell und dunklen und Buntstiften und Copics. Ich finde die richtig gut. Jetzt habe ich hier den Brick Dong Dust, was immer das auch ist, genommen. Und jetzt nehme ich hier den Coffee und tue hier ganz einfach schön mit dem Bleistift, beziehungsweise ist ja Buntstift, hier einfach so das Fell so ein bisschen zu kolorieren. So. Ist natürlich auch nicht so einfach, das so hinzukriegen. Hier habe ich ein Dessert Yellow, was auch immer das heißen mag. Für mich ist das nicht Yellow, sondern ist so ein helles Braun. So,
koloriere das erstmal jetzt hier so ein bisschen mit meinen Buntstiften. Das mag ich immer ganz gerne so. Und gehe dann nochmal schön mit den anderen Farben rüber. Das ist hier Dark Braun, also ein dunkles Braun. Und ihr seht schon, dass sich hier das verändert. Ich finde es richtig spannend hier, das so zu gestalten. Man kann ja so viel mit Buntstiften und mit den Copics machen. Das ist richtig super toll. Ich glaube, ich lasse den mal auf. Bin hier nämlich schon rüber gerutscht. Da möchte ich doch ganz gern hier das Weiß haben. So. Und dann legen wir weiter los. Das ist schwarz. Wir waren mit Dark Braun dran. So, und dann gehen wir einfach nochmal hier mit dem E13 drüber. Kann man richtig gut machen hier mit den Copics und den Buntstiften. Das ist richtig toll. Kaffee. So. Das Auge herum. Ich mache das ganz gern, nur mache ich das sehr selten vor die Kamera, so wie jetzt hier auch. Aber ich wollte einfach das hier mal für euch so gestalten. Einfach hier schön die Haare von dem kleinen Meerschweinchen hier. Und aufgreifen. So, dann gehe ich nochmal hier mit meinem braunen, nur so ganz kurz mal hier. Mit rein. Ja, ist, denke ich mal, ein bisschen ungewöhnlich, aber ich fand das so schön. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Und dann kann man das, seht ihr, das richtig ganz toll hier noch mit den Buntstiften so schön Akzente setzen. Ich finde das so klasse. So, und das Ganze wird dann so ein bisschen mit Schwarz noch untermalt. Seht ihr also, das ist schon richtig toll. So. Genau. Ja, da seht richtig toll aus hier. Der kleine Schatz hier. So, dann müssen wir hier noch mal eine Umrandung ziehen hier bei der Nase. So. So, alles hier
ein bisschen mit Schwarz, dass es mehr Tiefe gibt hier beim Kolorieren. Man kann nichts richtig oder falsch machen, das gibt es gar nicht. So, jetzt muss ich hier mein BV29 Slate steht da drauf, was das auch immer ist. So, jetzt kriegt er hier so einen richtig dunkle Stelle hier. So. Und hier das Auge wird so richtig dunkel eingezeichnet hier. Das sieht so knuffig aus. Ich finde das so niedlich. Richtig schön. So. Hier noch ein paar Härchen gemacht. So. Genau, und jetzt müssen wir hier noch, ich bleibe gleich bei der dunklen Farbe hier noch ein bisschen Fell setzen. Das sollte jetzt auch hier dunkel sein. Den Vorderpfote oder Arm oder wie man das auch immer nennt, das muss ich nachher noch mit Weiß abgleichen hier, sonst kommt das gar nicht mehr so zur Wirkung. So, ich lasse da mal ein bisschen frei. Können wir das gar nicht. So. Und jetzt sind wir mit dem Dunklen. Ne, wir sind noch ja nicht fertig. Haha, wir sind noch gar nicht fertig. Ist auch nicht schlimm. So, ich ziehe einfach hier mal jetzt meinen selbstgezogenen Strich. Ist immer schwierig, das so hinzubekommen mit dem Fell, aber ich denke mal, dass es auch so okay ist. So, ich werde jetzt mal hier mit dem Weiß arbeiten. Ich hoffe, dass ich das hinbekomme hier. Ja, funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Sollte ja nicht ganz weiß sein hier, aber wir müssen ja hier mal zum Kontrast schaffen. Das ist übrigens so ein Kalkmarker von Stamping Up hier und der macht sich hier ganz gut. Jetzt können wir nämlich den Vorderpfote ist das ja auch fertig kolorieren. So, jetzt erkennt man auch, dass das hier der Arm ist, hätte ich bald gesagt. So, ich glaube, jetzt sind wir aber soweit fertig. Ich brauche noch einen rosa Ton. Ich weiß gar nicht, wo ich den gelassen habe. Das ist die R22 und da müssen wir hier noch das Öhrchen kolorieren.
So. Und noch einen dunklen. Dann nehme ich hier den RV42 und da gehe ich dann noch mal hier damit rüber. So, genau. Hier einfach die Nase noch mal bisschen. So, und hier die Füßchen. So, und dann geht's weiter. Dann nehmen wir, ich habe schon alles hier wieder durcheinander geworfen. Dann können wir hier einmal mit dem dunklen Grau die Augen noch so ein bisschen betonen. So. Und hier genauso. So, genau, das war der C5. Und ich wollte ganz gerne hier noch so einen Akzent setzen. Einfach so. Finde das passt ganz gut hier mit rein. Und ich muss noch einen schwarzen Stift hier nehmen. Der Stempel hat nicht sauber abgedrückt hier. Nochmal nachkolorieren. Das Auge. So. Und da können wir uns den Weißen auch noch mal nehmen und hier das Weiße noch mal ein bisschen vergrößern. Genau. Ja, der ist besser. Ich habe hier so einen Gelstift. Ah, da kommt das Weiß immer noch ein bisschen besser raus. Die Augen schön leuchten. Genau. So, er nimmt schon Form an, seht ihr das? So, dann müssen wir ganz hell hier erstmal uns die kleinen süßen Haare hier zeichnen, einzeichnen. Ist immer gar nicht so einfach, die Haare so, oder das Fell, das sind ja keine Haare, ja, das Fell ist das ja hier von dem süßen kleinen Kerl hier. Ihr könnt das gut sehen. Vielleicht drehe ich mal euch ein bisschen mehr zu mir. Ja, jetzt sieht es schon ganz anders aus. Jetzt könnt ihr sehen, was ich mache. Hätte ich auch früher drauf kommen können. Ich hoffe, dass es noch nicht so spät ist dafür. So, warum ist das hier? Ich guck mal. So ein bisschen deutlicher hier das Zeichnen einfach noch mal so nachgehen. So kommt da schon ein bisschen Struktur rein. Ja, sieht viel, viel besser aus. Ganz toll. Ja. Gefällt mir gut. So,
Und dann machen wir hier unsere Haare noch weiter. Habe ich noch einen helleren hier? Der rotbraune, der sieht ganz gut aus hier. Da noch mit reingehen. Genau, die sind ja immer so ein bisschen mehrfarbig, so die Meerschweinchen. Und da kommt das hier auch, denke ich mal, ganz gut zur Geltung. So, jetzt müssen wir hier noch unser Fell gestalten. Und zwar nehme ich hier ganz einfach mal dieses Art Yellow. Für mich ist es ein helles Braun oder Ocker vielmehr. Aber ich bin ja kein Farbexperte. Also muss ich das glauben, was da steht. So. Und hier muss ich noch was Dunkles haben. Ich guck mal, wo ich den anderen Stift habe. Ich bin gleich für euch da. So, ich habe meinen Stift jetzt mir geholt. Das ist die E57, ein Lichtwalnussstift. Ich schau mal jetzt bei der Nase nochmal. Könnte ruhig noch ein Ticken rosa sein. So. Und hier die Hände haben wir noch gar nicht. Seht ihr? Okay. So, jetzt hat der kleine Kerl auch Hände. So, und hier sein Stock, was auch immer das sein soll, fehlt uns ja auch noch. Ich dachte gar nicht, dass man Blau und Braun so toll kombinieren kann. Aber das macht schon eine Menge aus hier. Wirklich. So, jetzt aber. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier weiterkommen. Ich gehe einfach mit Schwarz nochmal drüber und ziehe so kleine Fellhaare hier so mit runter. Genau. So, gibt dem Ganzen noch mal so ein bisschen Struktur hier. Irgendwann ist natürlich das ausgereizt, ist schon klar, aber ich finde, das kommt hier ganz gut. So, jetzt aber mal weiter hier im Text. So. Jetzt haben wir hier das schöne helle Walnuss, so nennt sich das. So, und das kommt natürlich hier total süß rüber mit der Farbe. Hier nochmal jetzt haben wir hier den anderen Arm oder Pfote. So, und hier nochmal ganz einfach Akzente gesetzt. Und hier nochmal, ich schau mal, dass ich vielleicht mit dem hier noch irgendwie, genau, ja, das ist natürlich toll. Jetzt kriegt er schon hier schön Volumen rein. Um das Fell kümmern wir uns gleich nochmal. Ich hätte nie gedacht, dass Copics und Buntstifte so gut harmonieren. Überhaupt nicht. Gar nicht. Aber es funktioniert tadellos.
So, jetzt hier viel. Na, geh doch zu. Jetzt hier vielleicht noch mal ein paar Feldstreifen. Seht ihr, wie toll das ist? Also ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, dass man hier noch schön Akzente setzen kann. Das ist richtig super. So toll. Ich bin total begeistert. Vielleicht gehen wir hier auch noch mal ein bisschen mit dem Hellen hier rüber. Genau. Ja, gefällt mir hier so ganz gut. Und man sieht auch noch die Fellfasern, hätte ich bald gesagt, die Fellhaare kommen hier wirklich gut noch zur Geltung. Wirklich toll, richtig schick sieht das aus. Der ist sowieso knuffig hier, das kleine Meerschweinchen. Das habe ich bei Schlacht mich tot Stempel stecken oder so ähnlich gekauft. Das ist ein italienischer Designer, der das hier gemacht hat. Finde ich total toll. So, und jetzt gehen wir hier noch einmal und machen ganz zart hier das weiße Bäuchlein eigentlich, aber es ist ja in Wirklichkeit auch nicht weiß, sondern hat ja auch so ein bisschen Hautfarbe. Und mal gucken, ob wir das hier jetzt so mal ein bisschen hinkriegen. Aber der sieht wirklich richtig schön aus, der kleine Kerl hier. So. Sieht das nicht so streng aus, finde ich. So, bisschen Fell können wir hier auch noch so einzeichnen. Der Bauch ist ja nicht kahl, meines Erachtens. So. Und hier kommt auch noch ein bisschen von dem Fell. So, ich denke mal, der sieht ganz gut aus hier, unser Junge. Ja, mein ich wohl. Der sieht wirklich ganz gut aus. Ja, gefällt mir richtig gut. Super schön. Hier nochmal mit dem Schwarz so rübergehen. Wunderschön. Ganz toll. Ah, macht eine Menge aus, ne? Wenn man so ein bisschen mit dem Schwarzen noch so rüber geht, kann man immer noch ganz tolle Akzente setzen. Manchmal reicht das so eine ganze Kleinigkeit nur damit aus. Aber ist wirklich, wirklich toll. So. Genau, so denke ich mal, kann er bleiben. Erstmal hier ein bisschen aufräumen. Ihr könnt ja überhaupt gar nichts sehen. Ein bisschen wegnehmen hier das Ganze. So, genau. Jetzt sind wir hier wieder im Bild. Mein Schmierpapier kann erstmal zur Seite oder nicht. Erstmal auf Seite, genau. So, jetzt müssen wir den ausschneiden. Dazu brauche ich eine Schere. Das ist, wie gesagt, auch gar nicht so schwierig, sondern
Man geht einfach hier so ein bisschen dabei und dreht immer das Papier, so dass man hier sowieso kleine Zacken hat, die man da so rausschneidet. Immer Papier drehen. Dann funktioniert das auch wunderbar mit dem Ausschneiden hier. So. Ja. Das Fell hat ja so auch so Zacken hier und dann können wir das ganz toll hier ausschneiden. Wie gesagt, das ist gar nicht so schwierig. Weil den müssen wir nämlich hier gleich auf unseren Kalender aufkleben, wenn wir den ausgeschnitten haben. Und der soll ja als Cover dienen. Also mussten wir den jetzt erstmal kolorieren. Und dann können wir den zusammen mit dem Designerpapier und der Stanze nachher dann mit ausstanzen. Aber wie gesagt, erstmal ausschneiden hier und dann das aufkleben. Die Haare ist immer ganz süß hier, aber ich sag, die sollen ja auch zu sehen sein. Ne? Also darum ist es gar nicht so schlimm hier, wenn man da so ein bisschen Weißes noch zu stehen hat. So, schaut mal, jetzt haben wir das schon so gut wie fertig ausgeschnitten. Genau, so seht ihr, jetzt haben wir den Jungen ausgeschnitten und jetzt kümmern wir uns hier um unseren, ich muss erst mal gucken, dass es auch hinten und vorne richtig ist mit der Aufkleberei. Da seht ihr, so müssen wir den aufkleben. Bevor wir das machen, müssen wir unser Schneehügel aufkleben. Da muss ich aber erstmal hier das Ganze lösen. Den Kleber hier, hätte ich bald gesagt, das Tesaband. So, und das kommt dann hier so drauf geklebt. Hier oben können wir es auch schon mal abnehmen. Und wo haben wir den Kleber? Hier. So, die Zahlen tun wir gleich aufkleben, wenn wir das durchgekurbelt haben. Dann kleben wir die Zahlen auf. Und dann nimmt er auch schon schön Gestalt an hier. Hoppala, unser süßer Kerl. So, und hier klebt ihr das richtig schön bündig an den Seiten und auch unten an. Genau, so, seht ihr. Und jetzt schauen wir mal, dass wir den Jungen hier draufsetzen können auf unseren Schneehügel. Gucken, dass der auch ein bisschen mittig ist, genau. Und dann kleben wir uns den hier auch mit auf. So, ich hoffe, ihr könnt noch alles gut sehen. So, jetzt haben wir schön überall Kleber dran und jetzt setzen wir uns hier uns den süßen Kerl einfach hier so mit drauf. Drücken den bisschen mit dem Falzbein noch glatt und fest. So. Und dann
Schaut mal, ist der nicht knuffig? Der ist doch total süß. Ich finde den goldig. So. Und jetzt müssen wir den durchdrehen, hätte ich bald gesagt. Durchkurbeln durch die Stanzmaschine. Weil meine Kamera auf dem Stativ steht, mache ich das jetzt mal, weil sonst denke ich, hier ist ein Erdbeben und dann bin ich für euch gleich wieder da. So, da bin ich wieder zurück und habe hier meine Stanzform aufgelegt auf dem Designerpapier und habe hier das ausgestanzt. Das ist hier der Rahmen. Den können wir uns gleich mal wegschneiden. So, genau. Und jetzt haben wir da uns hier das ganz toll mit ausgestanzt. Und das sieht aus hier wie aus einem Guss. Total schön. So, dann können wir uns auch die gleich mal aufkleben. Hier auf unsere Karte. So, die Stanze kann jetzt wieder zurück und die Schere auch. So, und dann kleben wir uns das Ganze hier mit drauf. Wo habe ich denn meinen Farbkarton gelassen? Ich habe ihn wieder gefunden, der ist runtergefallen, was ja nicht so toll ist, aber gut. Das ist so. Der hat ein Maß von 14,9 mal 14,9. Das ist wirklich ganz knapp hier bemessen. Aber wie gesagt, hier unsere Karte, die hat ja auch ein Maß von 15,2 mal 15,2 im Quadrat hier. In der Länge natürlich nicht. So, dann kleben wir uns hier das Ganze einmal auf. Da müsst ihr bitte aufpassen, dass ihr nicht auf die Türen kommt mit dem Kleber, sondern eben halt nur die Zwischenräume benetzt quasi. Und wie gesagt, da macht sich hier so ein kleiner Flüssigkleber in so eine süßen Flaschen hier wunderbar. Da könnt ihr richtig schön toll dazwischen gehen, ohne dass ihr da wer weiß wie viel Kleber habt oder da euch noch ein Unglück passiert. Und wie gesagt, hier macht sich das super schön. Vor allem, man spart auch Kleber, weil ja A, nicht so viel rauskommt und B, ja, es sieht auch schöner aus und ja. So, jetzt tun wir uns wirklich nur die Vierecke, die hier sind und die Zwischenräume mit Kleber benetzen. Wirklich nur ganz wenig. So, hier oben lang gehen. Genau. Den Rand. Den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Was ihr jetzt hier so seht, was so dunkel schimmert, das ist das Designerpapier von hier vorne. Das schimmert da so ein bisschen durch. So, jetzt denke ich mal, müssten wir alles hier mit Kleber. Ah, hier waren die Zwischenräume noch nicht. Ja, jetzt ist alles mit Kleber versehen. So, dann wollen wir uns das mal hier schön aufkleben. Wirklich hat ganz, ganz wenig, ganz dünnen Streifen nur, was wir hier haben. Ich muss den mal hochnehmen, so dass wieder was gefallen. Ich hoffe, nichts Wichtiges. So, dass wir wirklich hier nur einen ganz dünnen Streifen haben, dass wir auch überall denselben Abstand haben. So, ich drehe es mal um, da kann ich besser streichen. So, genau. Und jetzt schaut mal, ist das nicht süß? Jetzt können wir uns hier das Ganze auf mein Bleistift war runtergefallen. Aua, ah, Knie gestoßen. So, jetzt können wir uns das Ganze hier so schön aufkleben auf den weißen Karton hier. Und
Ich überlege gerade. Nee, das kleben wir plan auf. Ich wollte erst Abstandspads, aber nee, wir kleben es plan auf. Und dann müssen wir uns ja noch hier einen Ständer quasi für zum Aufstellen für den Kalender. Den habe ich mir schon zurechtgeschnitten. Das ist ein weißes Stückchen. Sieht man vielleicht nicht so gleich. Ein weißes Stückchen Farbkarton. Der hat ein Maß von, was habe ich ausgemessen? 14, ja, 14 cm mal 6, glaube ich. Ja, 14 mal 6. Und ich habe dann den gefalzt in der Mitte bei 7 und jeweils rechts und links bei 1,5 cm. So. Jetzt hier aufkleben das Ganze. Hier oben soll der ruhig bündig dran sein. Genau. Nur hier auf der anderen Seite, muss ich noch mal abnehmen, mit ein bisschen Abstand. Ist wirklich nur minimal, aber den brauchen wir. Genau. Jetzt aber. So, und was jetzt hier noch übersteht, haben wir gar keinen, wir haben gar keinen Überstand. So, jetzt wollen wir den ja noch wunderschön zum Aufstellen haben. Ich gehe mal wieder ganz raus hier. So, könnt ihr das besser sehen. Jetzt brauchen wir hier noch diesen, ja, wie soll ich den nennen? Das Teil zum Aufstellen. Ich weiß das gar nicht jetzt so, dass wir den gleich nachher so hinstellen können. Ich klebe den mal an. Also hier das, na, ist das Teil. Ich sage jetzt einfach Aufsteller dazu. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig benennt. Ist wie beim Fotorahmen. Der hat ja auch hinten immer so ein Teil da dran und ja. So einfach hier mal so ein bisschen mittig ausrichten. Wer möchte, kann sich das ausmessen, aber ich klebe das jetzt hier einfach so ein bisschen mittig. Könnt gar nichts sehen. Ich klebe das hier einfach mittig an die äußerste Kante an, drücke den nochmal fest an und habe dann hier auf der anderen Seite genau das Gleiche. Da setze ich mir jetzt den Flüssigkleber auf. So, und dann brauchen wir nachher noch gleich unsere Zahlen, die wir noch aufkleben müssen. So, aber wie gesagt, erst einmal hier werde das so machen, dass ich das hier einfach zusammenklebe. Genau. Dann haben wir auch denselben Abstand und da kann nichts dran passieren. Genau. So. Einfach hier fest andrücken. Und schaut mal, schon so kann man den super hinstellen. Also ganz toll hier mit dieser, ja, mit dieser Halterung einfach. So, wir müssen aber noch unsere Zahlen drauf tun. Und die haben wir uns ja hier ausgestanzt. Da nehme ich hier aber meinen Aufhebhelfer. Der ist wirklich toll. Der ist klasse. Den kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ach, was ich sagen wollte, für das Jahr 2023, also ab 1. Januar 2023, könnt ihr bei mir, das ganze Jahr gilt das, kostenfrei, ohne Versandkosten bestellen. Ist das nicht super? Ich schenke euch eure Versandkosten. Also, wer jetzt da noch zögert, der ist selber schuld. So, ich setze mal hier jetzt die Klebepunkte, hätte ich bald gesagt, hier so. Kleine Punkte mit Klebstoff, dem Flüssigkleber hier und setz
Zahlen auf. Also wie gesagt, alles, was ihr hier, das gilt nur bei mir in Wölfchens Bastelstube. Das gilt nirgendwo anders. Also ihr könnt das nicht bei irgendeinem anderen Demonstrator dann bestellen. Das gilt dann eben halt nicht. Das ist hier nur bei mir. So, ich guck mal, habe ich jetzt alle? Nee, hier unten noch den und den 24. Müsste ich alle haben, aber gut. So, erstmal hier die Nummer 1. So ganz willkürlich. Nur den 24. und den 6. den möchte ich mir dann woanders hinsetzen, da wo es wo wir gleich mal, jetzt ist der abgefallen, ach hier, das war die 3. Okay, so. Hier haben wir die Nummer 10. Ich kämpfe mich jetzt mal mit den Zahlen durch und klebe die auf. Und dann bin ich sofort für euch wieder da. So, jetzt haben wir die letzten beiden Zahlen und die möchte ich gerne mit euch hier zusammen aufkleben. Ich habe hier die 24, hier bei dem großen Teil, und die 6 für den Nikolaus. Das ist dann hier. So. Genau. Und wie gesagt, hier so ein toller Aufhebhelfer, der ist klasse. Da gibt es auch Ersatz. Ich sag mal, so eine Knete ist das. So ein Teil gibt es dafür auch. Nicht bange haben, wenn das alle ist. Man kriegt Ersatz. Und hier, der hat ja hier noch hinten zwei Faltstifte, einen großen und einen kleineren. Und da gibt es sogar noch einen Spachtel und einen Piekser. Ich nehme natürlich hier mal meinen alten, den ich habe. Ja, der ist einfach klein, toll in der Hand. Aber naja. Wie gesagt, den gibt es nicht mehr. Dafür haben wir hier so ein ganz tolles Gerät. Ich kann euch das wirklich nur ans Herz legen. Das ist richtig toll. So, ich denke mal, dass wir jetzt fertig sind mit unserem schönen Adventskalender. Ja, genau, ist der auch. Schaut mal, wie schön der aussieht. Ist das nicht klasse? Und so kann man den schön aufstellen. Und mal schauen, vielleicht mache ich noch irgendwo ein Glöckchen mit dran. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. So, meine Lieben, das war hier mein Projekt für heute an Tag Nummer 8. Und wir sehen uns zum Tag 9. Sehen wir uns dann wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Sagt euch eure Kerstin. Tschüss.